Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und heute haben wir wieder eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Es geht aber nicht um dieses Gras, das ist nämlich Katzengras, sondern es geht um diese Blinis. Blinis, wie auch immer, wie würdet ihr das sagen oder wie auch immer. Guck, Adi, guck mal da, warte, ich mach dir das mal auf. Jetzt guck nochmal. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Das ist Tierquälerei, all mass. Wundert euch nicht, die Packung ist total lapprig und total durchnässt. Die ist richtig ekelhaft, denn mein Gefrierschrank, mein Gefrierschrank hat gestern irgendwie den Geist aufgegeben. Jetzt ist alles, was da drin lag, aufgetaut. Alles war nass, die ganzen Packungen sind durchnässt, alles ist faulig und gammelig. Deswegen musste ich mir heute diese Blinis machen. Obwohl, die hätte ich ja eh irgendwann gemacht. Wollte die mal testen hier von der Firma Dovgan. Nach dem Auftauen von beiden Seiten anbraten, 3 bis 5 Minuten. Habe ich auch mal gemacht. Ich musste mich jetzt die letzten Tage die ganze Zeit von Pizza ernähren, weil der ganze Schrank voll Pizza war und alles durchgesuppt. Habe ich auf jeden Fall dann gebraten in der Pfanne. Das sieht dann ungefähr so aus. Finde ich, sieht eigentlich recht herrlich aus. Hätte ich so gar nicht gedacht. Und da habe ich eben schon eins kurz mal in die Hand genommen, weil ich wollte eigentlich gar kein Video davon machen. Ja, Adi, schnüffel mal. Ist heiß, gell? Ist noch heiß. Es ist noch heiß, Adi. Es ist noch heiß. Und da habe ich eben reingebissen und war eigentlich komplett begeistert. Denn da ist ja so eine Hackfleischfüllung drin. Und dieser Teigmandel darum, der ist richtig schön knusprig. Wie Frühlingsrolle, nur noch knuspriger. Und statt Gemüse eben mit diesem Hackfleisch gefüllt. Und dafür, dass es so ein Tiefkühlprodukt ist, finde ich, schmeckt das richtig genial. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle esse, ob ich Pupsi welche aufhebe, weil die heute noch kommt. Ob sie das mal probieren will. Hier, die kann man auch einfach so ans Fenster stellen und da stehen lassen. Falls Besuch kommt, freuen die sich. Nein, wir wollen die jetzt natürlich auch nochmal probieren. Mit euch, für euch. Eieiei. Guckt ihr das an. Wie knusprig das einfach ist. Hört man das beim Essen? Und unten läuft der Max. Ja? Kennt ihr die Blechgoldsau? Beiß noch mal rein, hört mal hin. Richtig genial. Habe ich noch nie gehabt. Noch nie gekauft. Kennt man vielleicht aus dem Restaurant. Aber selber gemacht sozusagen. Also selber in der Pfanne reingeschmissen in das Öl. Bin begeistert, muss ich sagen. Ist mal was ganz anderes. Gönnt euch Blinis. Sind, glaube ich, aus dem Netto. Ich weiß nicht, ob es die immer gibt. Habe ich auf jeden Fall in der Kühltruhe gefunden beim Netto. Die Packung habt ihr ja gesehen. Die werde ich mir jetzt munden lassen. Ich bin begeistert, Adi, gell? Was sagst du? Ja, der Adi, der kommt auch schon hoch. Der will mitmachen. Adi, nein! Das war es von meiner Seite aus. Heute kurze Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und schreibt mal rein, was habt ihr zuletzt gegessen und was hat euch richtig vom Sockel gehauen?